Hallo und herzlich willkommen zu Holger Kocht und Grillt. Heute machen wir mal eine Beilage, und zwar eine Beilage zu den Königsberger Klopse, ne, die ich auch gerade machen bin. Ich verlinke euch die mal hier oben. Und zwar gibt es dabei Reis. Aber Reis allein ist ja langweilig. So, ich verfeine den ein bisschen, weil man heutzutage so auf Neudeutsch sagt, ich pimpe den auf. So, im Prinzip ist das ein normaler Parboiled-Reis. Ich nehme eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser, also die doppelte Menge Wasser wie ein Reis, dann ein bisschen Brühe, gekörnte Brühe und Mais. Meine Mutter und meine Oma haben gesagt, das heißt Risi-Misi, also Reis mit Mais. Es gibt auch Risi-Easy, das ist Reis mit Erbsen. Aber heute machen wir Risi-Misi. Ich zeige euch mal, wie das geht. So, die Tasse ist voll, ich noch nicht. Ich habe es vergessen. Natürlich gehört auch im Reiskochen ein lecker Kölsch dabei. Mühlenkölsch haben wir heute wieder am Start. Ach, mach mal leer, ne? So, wie gesagt, eine Tasse Reis, die gebe ich einfach in so ein Haarsieb. Und dann wird das mit kaltem Wasser so lange abgespült, bis unten kein milchiges Wasser mehr rauskommt. Das heißt, die ganze Stärke, die am Reis dran ist, muss erstmal abgewaschen werden. Ich mache da gerade ein Spülbecken und dann bin ich gleich wieder da. Ja, der Reis ist abgewaschen, es kam unten also kein milchiges Wasser mehr raus, war alles klar, das heißt, die ganze Stärke ist weg. Einfach in den Topf kippen. Jetzt gehe ich zwei Tassen, dieselbe Tassengröße, kaltes Wasser holen. Ich schaffe natürlich nicht, so einen Berg drauf zu machen mit dem Reis, aber es reicht auch so, zwei Tassen. Zu den zwei Tassen Reis. Entschuldigung. Zu der einen Tasse Reis, den zwei Tassen Wasser, gebe ich jetzt zwei gehäufte Esslöffel Brühe. Normal tut man Salz in das Reiswasser. Ich nehme Brühe. Schmeckt ein bisschen besser. So, und jetzt kommt der Mais dabei. Den Mais kann man direkt von Anfang an mitkochen. Man kann aber auch erst später reintun. Das ist vollkommen egal. Ich tue am Anfang ran mit rein, weil ich schütte den gar nicht ab, sondern er kommt mit der Flüssigkeit alles, kommt der Reis einfach, der Mais einfach zum Reis. Nicht der Reis zum Mais, der Mais zum Reis. Einmal kurz umrühren. So. Ich stelle das jetzt gleich auf den Seitenkocher, lasse das einmal aufkochen mit Deckel. Stell das dann runter von der Temperatur und lass den Deckel drauf, so lange, bis das Wasser weg ist. Zum Schluss müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen. Da geht nachher ruckzuck, ist der Reis unten angebrannt. Das heißt also, die letzten 1-2 Minuten immer mal mit einem Löffel rühren. Wenn er merkt, ist noch Flüssigkeit da, ist es okay. Wenn er merkt, es wird trocken, sofort runter, nochmal durchrühren und auf der Seite stehen lassen. Das brauche ich euch jetzt nicht zu zeigen, wie ich das am Seitenkocher anstelle und koche. Ich denke, das wisst ihr, ne? Risi-Misi ist fertig. Hat jetzt circa, ich sag mal, 15 bis 16 Minuten gedauert. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich muss halt jetzt trockenen Reis probieren. Aber moin, gibt es dabei Königsberger Klopse. Ich verlinke euch das mal hier oben. Habe ich auch gemacht. Dann habe ich auch ein bisschen Sößchen dabei. Aber ich sage, jetzt trockener Reis muss man halt probieren für euch. Ne? Aber ich vermute mal, durch die Gemüsebrühe schmeckt der also schön würzig. Und ich vermute mal, ist sehr lecker. Genau. Also, ich muss sagen, so kann man fast trockenen Reis essen. Ne? Mit dem Mais, der ist ein bisschen saftig dabei, der knackt noch ein bisschen. Durch die Gemüsebrühe hat der Reis einen Eigengeschmack, der ist super. Also, macht das ruhig mal nach. Ich finde das sehr lecker. Und schön, dass ihr dabei wart. Malet die Hut, schwenkt die Hut, bis zum nächsten Mal. Prost. La 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 la.